Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Leben ohne Sex. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die ohne Sex leben. Freiwillig oder unfreiwillig, die vielleicht erkrankt sind oder durch einen Unfall, bedingt durch einen Unfall, keine Sexualität mehr leben können. Oder auch mit Leuten, die bewusst auf Sexualität verzichten, die vielleicht ein bestimmtes Alter erreicht haben und sagen, ich möchte damit gar nichts mehr zu tun haben, das habe ich alles gelebt und ausgelebt. Oder vielleicht auch mit ganz jungen Leuten, die sagen, ich verwahre mir die Sexualität und die Erfahrung der Sexualität für die Ehe auf. Wie auch immer, vielleicht auch mit einem Geistlichen, einem katholischen Geistlichen, der sich auch für die Ehelosigkeit entschieden hat und somit auch für die den Verzicht zugestimmt hat auf Sexualität, wie auch immer. Also Leben ohne Sex, so heißt unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, sofern ihr betroffen seid, meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf den ersten Anrufer und das ist die Maike. Maike ist 29. Hallo Maike. Hallo Domian. Schönen guten Morgen. Jetzt wird's peinlich. Bitte? Jetzt wird es peinlich. Jetzt wird es peinlich? Ja, ich bin 29 und immer noch... ohne Sex. Richtig. Und immer noch Jungfrau. Ja. Immer noch Jungfrau mit 29. Wie kommt das? Tja, keine Ahnung. Also irgendwie so kontaktfreudig bin ich auch. Ja. Auf der Suche bin ich. Ja. Irgendwie entstellt bin ich nicht oder sonst was. Es hat halt einfach noch nicht sollen sein. Das heißt, bei dir ist das keine bewusste Entscheidung, dass du sagst, ich will es nicht, sondern es hat sich noch nicht so ergeben. Richtig, genau. Also ich bin auch jetzt irgendwie ziemlich stark auf der Suche gewesen im Internet und so, aber Das war auch nichts. Warst du denn schon mal verliebt? Ja, aber hallo. Aber hallo. Warum hat es nie was gegeben? Also so Petting schon mal. Und ach so. Aber auch erst ziemlich spät, so mit 21. Ja. Ja, und irgendwie dann immer auf der Suche gewesen, aber auch an merkwürdige Leute geraten und immer an ältere Männer verliebt. Und jetzt, wo es mir so richtig klar ist, was, wie, wo und ja, auch schon mal in Frauen verliebt gewesen. Also. Ach so, ja. Ist das gar nicht so ganz klar, wo die Richtung hingeht? Doch, schon klar, in beide Richtungen. Das ermöglicht ja ein viel großes Spektrum. Ja. Das heißt, es sind doppelt so viele Möglichkeiten für dich da, dich zu verlieben. Und trotzdem klappt es nicht. Wie lange warst du denn schon mal mit jemandem mehr oder weniger zusammen? Also das war, eine ganz merkwürdige Geschichte. So ein Jahr mit einem, aber der hatte auch noch eine Beziehung nebenbei. Und ja, da kam es dann immer schon so zu Zärtlichkeiten, aber auch dann nicht weiter und dann hat er wieder gesagt, nee, er hat eine Freundin und dann fing er doch wieder an und hin und her und so ist es eigentlich nie zum Äußersten gekommen und ja, und jetzt war ich im Sommer ganz doll verliebt und... Alles wie im Nachfragen, ein Jahr ist ja eine lange Zeit. Ja. Und dass es da nicht mal dazu gekommen ist, dass ihr dann auch miteinander geschlafen habt, oder dass er das forciert hat, wundert mich. Tja, keine Ahnung, also... Aber du bist ihm aber nicht gezielt aus dem Weg gegangen? Nee. So, in diesem Sommer warst du auch wieder verliebt? Ja, und... Tja, da dachte ich, jetzt ist es endlich mal soweit, weil ich hatte ja auch eine Wette mit zwei Freundinnen zu laufen, schon seit Jahren. Mhm. Wer zuerst die Jungfräulichkeit verliert und ich bin jetzt die Letzte, die noch übrig geblieben ist und jetzt wird es langsam peinlich. Befriedigst du dich selbst? Ja. Das schon? Also ich habe ja auch das große Bedürfnis und denk auch ständig dran und wünsche mir schon jemanden. Wie geht das zu? Du bist so eine nette Frau. Also du klingst so sympathisch und so offen und also keinesfalls irgendeine verklemmte Frau, die irgendwie hinterm Ofen sitzt, ne? Tja, nee, nicht wirklich. Nee. Also ich bin zwar jetzt nicht auch so der Disco-Gänger oder Alkohol trinke ich zum Beispiel auch nicht, aber eben auch nicht so die graue Maus oder will auch nicht bis zur Hochzeitsnacht warten. Also eine feste Beziehung möchte ich schon haben, um Sex zu haben. Also jetzt irgendwie einfach so. Ach so, das ist Voraussetzung. Also mal so ein One-Night-Stand, das ist nicht dein Ding. Nee. Wobei das ja doch mal interessant wäre, um die sexuelle Erfahrung zu machen, wenn du jemanden gut fändest. Ah, da ärgert man sich, glaube ich, hinterher. Meinst du? Ja.
Also irgendwie, nee, also ich hatte auch schon mehrere Sachen, also wo es bloß so ums Petting ging, so, also ich sage immer dieses blöde Wort, was aus der Bravo mal stammt. Ich weiß doch ehrlich gesagt gar nicht, wie man das anders ausdrücken soll. Fummeln, kann man sagen. Ja, das hat dein Kollege auch gesagt, ja. Da habe ich mich bloß geräuspert. Es gibt dafür kein vernünftiges Wort. Nee, nicht also wenn man Sex miteinander hat, ohne den Geschlechtsakt zu vollziehen, ja. Dafür gibt es kein Wort, ne? Außer Fummeln. Vielleicht. Aber Fummeln ist ja auch eigentlich ganz schön. Klingt schöner als Petting. Also gefummelt hat die Maike schon kräftig. Ja. Ja. Und du hast auch schon so gefummelt mit einem Mann, dass ihr beide zu einem Orgasmus gekommen seid. Ich schon. Er nicht? Nein. Ach. Das wundert mich aber jetzt auch schon wieder. Naja, Das ist doch bei Männern noch einfacher, das so hinzubekommen als bei Mädels. Ja. Aber wenn, keine Ahnung, wenn ich da halt sage, nö, mehr ist jetzt nicht und er wollte halt mehr oder so. Naja, er kann ja auch einen Orgasmus bekommen, ja, ohne dass er mit dir schläft. Ja, einmal war es schon soweit. Ja. Mhm. Man kann das auch dann noch anders ausdrücken, aber was machst du vom Beruf? Leider nichts, also weil ich auch, gesundheitlich nicht so fit drauf bin, aber das war eigentlich bisher nicht so das Problem, wo ich auch so dachte, Mensch, die sitzt den ganzen Tag zu Hause, arbeitet nicht, muss irgendwie ständig zur Therapie rennen und so. Also da haben sich die wenigsten Männer dran gestört. Ja, was ist Therapie? Warum Therapie? Was ist da? So Psycho halt. Ja, gut. Ja. Magst du ein Stichwort sagen? Hat das irgendeinen Zusammenhang vielleicht auch damit, dass das mit den Männern nicht so klappt? Nee, das hatte ich auch gleich in der Mail geschrieben, dass Missbrauch auch nicht war, also dass da irgendwie auch überhaupt keine Scheu besteht oder ja, sowas. Ja, ja, ja. Ja, Mensch, was machen wir denn da? Na, ich habe zu deinem Kollegen gesagt, Zettel an die Pinnwand bei euch in der Redaktion. Nein, dann geht das ab. Aber wenn du schon auch im Internet so kräftig suchst und du bist eine Frau, wie du sagst, dass du auch viel unterwegs bist und Freunde hast, Bekannte hast und was unternimmst, dann kann man ja vielleicht sagen, dass du einfach nur bisher Pech gehabt hast. Ja. Ne? Mhm. Also es liegt ja nicht an dir und es sind einfach nur... Ich meine, die Tatsache, dass du dich nicht auf den schnellen Sex einlässt, das bremst vielleicht die sexuelle Erfahrung. Ja. Vielleicht. Ja, mit Sicherheit. Wenn du das machen würdest, dann wäre es vielleicht einfacher noch. Ja. Aber es muss ja schon jemand sein, den dich verliebt hast. Das kann sich jetzt nur noch um ein paar Monate oder so sowas handeln, bis der auftaucht. Oh du, sowas sage ich seit Jahren. Aber du gehst da ja auch relativ locker und humorvoll mit um. Ja, also es wissen auch alle meine Freunde und irgendwie, also ich habe weniger den Druck von außen, dass jetzt schon, ja, dass ich schon so alt bin. Also klar, sage ich immer, ist peinlich irgendwie, weil, ja. Maike, geh doch mal so richtig in die knallharte Lesbenszene. Ja, und dann guckst du mal, ob du da vielleicht irgend so eine süße Maus fangen kannst und vielleicht wird das was. Und wenn du sagst, ich bin irgendwie bisexuell, dann ist das ja möglich, dass du dich vielleicht eine... Hast du dich denn schon mal in eine Frau verliebt? Ja. Das schon? Zweimal, ganz toll, ja. Und also ich bin auch schon auf der Suche da, aber ich kann mich nicht in jede Frau verlieben. Also irgendwie das ist so... Ist ja auch völlig normal, sonst ja auch gar nicht. Ja, aber in mehr Männer schon, also von prozentual gesehen als... Dann, gut, dann ist das vielleicht prozentual bei dir auch so, dass du halt nicht so nicht 50-50 bisexuell bist. Ja, genau. Lebst du in einer größeren Stadt? In Berlin. In Berlin? Also auch noch im Zentrum, wo so richtig Angebot ist, wo lauter Touristen... Wo aber der Hammer hängt, ne? Da ja, also direkt neben dem neuen Zentrum, also... Warst du denn schon mal in einer Lesbenkneipe? Disco? Ja, schon. Oh, was schlage ich vor? Du kennst dich ja aus und... Da müssen wir einfach nur die Zeit arbeiten lassen. Ja. Die Zeit und wir versuchen mal bei dem Glücksgott ein bisschen was zu drehen. Wir rufen da gleich mal an, dass der mal einen Blick auf Maike nach Berlin wirft, damit da was geschieht. Ich bin guter Dinge mit dir. Ja, ich hoffe es auch. Was deinen Fall anbelangt, Maike. Alles, ich hoffe es auch. Alles Liebe, alles Gute. Dir auch, gut. Dankeschön, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Leben ohne Sex. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die freiwillig oder unfreiwillig keinen Sex haben in ihrem Leben, keinen Sex mit einem Partner haben in ihrem Leben, die vielleicht durch eine Krankheit oder durch einen Unfall das nicht ausüben können, das nicht erleben können mehr, oder die bewusst eine Entscheidung getroffen haben,
ich will keinen Sex mehr? Oder die so wie Maike vielleicht gerade einfach irgendwie, es funktioniert nicht, es klappt nicht. Was ihr auch anstellt, irgendwie kommt es nicht dazu, was ihr gerne haben möchtet. 0800 220 5050 und die Mailadresse domian@wdr.de. Miriam, 37 Jahre alt. Hallo Miriam. Hallo Miriam. Hallo Domian, ja, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja. Du lebst auch ohne Sex? Ja, ich lebe seit mindestens fünf Jahre schon ohne Sex. Wie kommt das? Das liegt daran, und zwar, ich habe einen doppelten sexuellen Missbrauch erlebt. Ah ja. Wie alt warst du da? Also, ich muss dazu sagen, der erste sexuelle Missbrauch, der hat stattgefunden bei meiner leiblichen Familie zwischen 0 und 1,5 Jahren. Und der zweite sexuelle Missbrauch, der hat dann in der Adoptivfamilie stattgefunden vom Adoptivvater. Wie alt warst du da? Da war ich zwischen 12, 13 und 16 bis 17 Jahre ungefähr alt. Du sagst, der erste Vorfall hat stattgefunden, als du zwischen 0 und 1,5 Jahre warst. Ja. Woher weißt du dann, dass der stattgefunden hat? Ja, es ist so gewesen, also das Jugendamt hat sich eingeschaltet und ist dann gekommen und hat dann festgestellt, dass meine leiblichen Eltern mich total haben verwahrlosen lassen, sich um mich überhaupt nicht gekümmert haben. Ich war also auch total unterernährt und nicht gewindelt, gar nichts. Mhm. Und das Jugendamt hat mich dann da rausgeholt und zu einer ärztlichen Untersuchung gegeben. Ja. Und der Arzt hat das dann festgestellt und das wurde dann halt in den Unterlagen festgehalten. Und vor ein paar Jahren ist es bei mir psychisch so gewesen, dass ich plötzlich Bilder gesehen habe, die ich mir überhaupt nicht erklären konnte. Das war ganz grausam. Ich habe Bilder gesehen, einen Mann vor mir gesehen mit einem riesengroßen Penis und der hat mir den in den Mund gesteckt und unten reingesteckt und es war also total grauenhaft. Und also der Arzt damals hat das festgestellt, dass du als Kleinstbaby, also als frisch geborenes quasi, von deinem leiblichen Vater offensichtlich dann sexuell missbraucht wurdest. Ja, das ist richtig. Das ist ja unfassbar. Ja, das kann man sich ja, man kann das ja nicht mal denken, wie das funktionieren soll. Ja, geschweige denn, wenn man sich vorstellt, was das bei einem so kleinen Kind für Verletzungen hinterlässt. Ja, es ist ganz... Also es lagen dann auch körperliche Verletzungen vor, offensichtlich ja. Wenn der Arzt das festgestellt hat. Nehme ich mal an, also wie das jetzt genau ausgesehen hat, wie der das genau festgestellt hat, das weiß ich nicht. Ich weiß einfach nur, dass das Jugendamt halt das in den Akten alles festgehalten hat und dass ich diese Akte selber gelesen habe. Und das wollte ich gerade fragen. Wie kam es überhaupt dazu, dass du das erfahren hast? Das kam eigentlich alles erst vor ein paar Jahren. Wie gesagt, als ich diese Bilder gesehen habe, die ich mir nicht erklären konnte. Ach so, du hast die Bilder gesehen, bevor du das wusstest, was in der Vergangenheit geschehen ist. Ja, genau. Ich habe erst diese Bilder gesehen und konnte mir das überhaupt nicht erklären und und habe dann aufgrund dessen halt nachgeforscht und habe immer in mich reingehört und habe dann auch festgestellt, dass ich eigentlich in meinem ganzen Leben noch nie Lust auf Sex hatte und habe mich dann gefragt, wo das herkommt und so weiter. Wobei und du dich ja eigentlich an den zweiten sexuellen Missbrauch erinnern könntest, rein vom Alter her. Da warst du 12 und 13, sagst du. Ja, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Und da konntest du dich auch die ganze Zeit, die ganzen letzten 20 Jahre daran erinnern? Ja, ja, da kann ich mich also wirklich die ganze Zeit daran erinnern, ja. Das verfolgt mich seitdem es passiert ist. Mhm. Auch an die Details, die da passiert sind? Ja, ja. Doch, leider ja. Du hast dann später, als du erwachsen wurdest und dann selbstständig wurdest, nie eine Therapie oder so etwas gemacht? Ich habe das versucht. Ich habe mich dazu durchgerungen, weil ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Mhm. Ich habe also wie gesagt, einmal meiner Mutter versucht, das zu sagen. Die hat das aber nicht richtig ernst genommen und mein Vater hat nur zu mir gesagt, wenn du ihr das sagst, wird sie ganz traurig und ganz krank. Mhm. Und da war ich irgendwo so, dass ich mit niemandem geredet habe. Und später habe ich dann mal einen Psychologen aufgesucht, versucht, mit ihm darüber zu reden, aber ich habe mich überhaupt nicht ernst genommen gefühlt. Und er meinte dann auch, er käme mit mir nicht klar und könnte sich keine Therapie vorstellen. Ah, ja. Und nachdem ich da dann halt abgelehnt worden bin, habe ich mich nie wieder getraut, irgendwo anders hinzugehen, weil ich mich auch fürchterlich schäme für das, was passiert ist. Jetzt sagst du, dass du seit 5 Jahren keinen Sex mehr hattest. Ja. Überhaupt keinen Sex mehr hattest und vorher letztendlich auch nie wirkliche Lust beim Sex empfunden hast. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist richtig. Hattest du vorher denn Beziehungen und gab es denn freiwillig auch sehr viel Sexualität, die du dennoch gelebt hast? Ja. Ich habe früher meine Freunde, also wie das so ist, mit 17 hatte ich meinen ersten Freund und natürlich habe ich mit denen dann auch Sex gehabt, ja. Aber es ist nie so gewesen, dass ich es selber wollte und ich habe mich nie wohlgefühlt und es war immer so ein Gefühl, als wenn ich aus mir selber aussteige. Mein Körper hat da gelegen und hat das alles irgendwo über sich ergehen lassen und mitgemacht, aber ich war selber gar nicht richtig dabei und habe auch gar nichts empfunden dabei. Mit wem hast du denn vor 5 Jahren die letzte sexuelle Erfahrung gelebt? Also die letzte sexuelle Erfahrung, die habe ich mit meinem ersten Ehemann gehabt. Ist jetzt also ungefähr 5-6 Jahre her. Jetzt sind 5 Jahre vergangen, wie du gerade sagtest. Du vermisst nichts. Das heißt, du ist auch überhaupt gar kein Bedürfnis bei dir zu spüren, zu verspüren. Ja, das ist richtig. Also es ist bei mir wirklich so, dass überhaupt gar kein Verlangen da ist nach Sex oder nach Orgasmus. Da ist überhaupt kein Verlangen da. Also ich bin jetzt zwar wieder verheiratet und habe meinen zweiten Mann, mit dem ich darüber geredet habe. Ach, du bist sogar im Moment verheiratet? Ja, ich bin jetzt das zweite Mal verheiratet. Ja, und wie lange bist du jetzt verheiratet? Ich habe vor 3 Monaten geheiratet. Vor 3 Monaten. Weiß denn dein Mann von deiner Vergangenheit und den damit verbundenen Problemen? Ja, mein zweiter Mann ist der Einzige, der es außer mir noch weiß. Das heißt, er arrangiert sich oder findet sich im Moment damit ab, dass du keine Lust auf Sexualität hast? Ja, er ist Gott sei Dank zum Glück also sehr verständnisvoll und sehr einfühlsam und er hat zu mir gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem. Er meint, es sei ihm viel wichtiger, dass ich bei ihm bin, als wie dass er mit mir schläft und in mich eindringt. Und er hat also sehr viel Verständnis, nur ich habe trotzdem das Gefühl, dass ihm irgendwo was fehlt und kann ihm das nicht geben und das ist einfach ein ganz großes Problem für mich. Ich meine, du hast es herausbekommen, dass im ganz frühen Alter etwas Schlimmes mit dir passiert ist. Du weißt, dass dann zwischen 12 und 13 etwas passiert ist. Du hast einmal schon mal einen Anlauf bei einem Psychologen unternommen. Das hat nicht funktioniert, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Gibt es denn die Überlegung, dass du jetzt sagst, vielleicht auch in Anbetracht dessen, dass du jetzt verheiratet bist, ein neues Mal und Angst hast, dass dadurch Probleme entstehen könnten, dass du sagst, ich mache das nochmal, ich versuche nochmal einen Anlauf zu einer Therapie? Ja, ich würde das schon machen, schon alleine deswegen, weil ich möchte, dass sich das ändert. Ich möchte endlich ein normales Leben führen und meinem Mann auch das geben können, was er möchte. Wäre also schon bereit, das zu machen. Vielleicht nicht nur ausschließlich, um deinem Mann geben zu können, was er gerne möchte, sondern wahrscheinlich wäre es auch sehr gut, allein für dich, damit du mit dem, was da in deiner Vergangenheit passiert ist, und über das eine kannst du ja nur mutmaßen, was ja noch schlimmer ist als das, woran man sich erinnern kann, dass du damit in irgendeiner Form lernst, umzugehen. Ja, also ich wäre schon bereit dazu. Ich würde das schon machen, bloß man weiß immer nicht, an wen man sich wenden soll und so weiter. Also, aber ich wäre schon einverstanden, was zu machen. Ich würde es dir dringend raten, Miriam. Also wirklich für dich, ganz alleine für dich und natürlich dann auch für eure Beziehung und für deinen Mann und für eure Ehe. Ja. Im Rahmen dessen, was wir machen können, würden wir dir gerne ein bisschen zur Seite stehen, zumindest mit Rat. Ja. Dann würde ich vorschlagen, dass meine Psychologin dich jetzt nochmal anruft. Ja, ist gut. Und dann könnt ihr beide in Ruhe noch eine Weile reden, ja? Ja, ist okay. Du legst auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an. Ja, ist lieb von dir. Alles Gute von Herzen. Ja, für dich auch, ne? Dankeschön, tschüss. Tschüss. Leben ohne Sex heißt unser Thema. Und ich bin verbunden jetzt mit Wilhelm. Und Wilhelm ist 76 Jahre alt. Hallo, Wilhelm. Hallo. Ja, hallo, Wilhelm. Guten Morgen. Ja, moin. Domian. Ja. Mal vorweg, größte Anerkennung für deine Sendung. Danke sehr. Und ich könnte da lange drüber erzählen. Ja, dankeschön. Aber schön, dass du da bist. Aber ich muss auch eine Kritik anbringen. Bitte, fangen wir damit an. Ich habe oft zugehört und dann sind öfter so Fälle gewesen, wo es denn hieß, ja, wie lange ist denn, tut sich nichts mehr in der Beziehung? Nicht? Ja, das sind jetzt schon 4 Monate und dann hast du da großes Bedenken geäußert und manchmal hieß es dann schon wieder, also 4 Monate, da ist ja wohl keine Beziehung mehr und dass also da
da geht man am besten auseinander, das wird nichts mehr. Und das hat mich immer betroffen gemacht. Ja. Denn ich hatte vor 20 Jahren Prostatakrebs mit 56. Ja. Und dann hat man mir geraten, die Prostata total zu entfernen. Mhm. Das ist geschehen. Mhm. Dann bekam ich nach knapp 5 Jahren ein Rezidiv, was nicht operabel war. Mhm. Und ich sag, was können wir denn machen? Ja, dann müssen wir das Hormon rauskriegen, das Testosteron. Mhm. Und das hattest du künstlich eingenommen, ne? Bitte? Das hattest du per Tablette eingenommen? Nein. Die gab es damals noch gar nicht. Ja? Das war nur mit einer operativen Entfernung der Hoden. Also, auf Deutsch gesagt, mit einer Kastration möglich. Mhm. Daraufhin hat sich das Rezidiv innerhalb von 3 Jahren zurückgebildet. Mhm. Und ich stand ja in dem Moment vor der Frage, Sex oder Leben. Mhm. Denn das wäre vielleicht noch ein Jahr oder zwei gut gegangen, dann hätte es Metastasen gegeben und. Ja, ja. Also habe ich mich eben dafür entschieden. Ja. Das war natürlich eine kleine Operation, aber einen gewaltigen Eingriff für den Körper. Der hatte mal zunächst verrückt gespielt, ja, denn ich hatte ja die sogenannten Wechseljahre an einem Tag zusammengefasst. Mhm. Und ich muss mich mal fragen, das konnte man nicht mit Medikamenten dann abfangen? Man kann heute eine Hormonblockade einleiten. Mhm. Das ist dann eine chemische Kastration. Mhm. Nicht? Mhm. Aber die muss man praktisch ständig beibehalten. Wenn man die absetzt und die Hoden bekriegen sich wieder, ja, dann gibt es wieder Testosteron und dann wächst es wieder weiter und schwört, ja, woanders hin. Ja. Ja. Nicht? Also vor 15 Jahren war das praktisch die einzigste Methode, um diesem Krebs zu entgehen. So, jetzt hast du die Prostata entnommen bekommen und die Hoden entnommen bekommen. Schon vor, ja, vor fast 20 Jahren ungefähr. Ja, also vor 20 die Hoden, die Prostata und vor 15 die Hoden. Ja, das bedeutet natürlich dann, genau wie du es gerade gesagt hast, ein Leben absolut ohne Sex. Ja, ja. Und nicht nur ohne Sex, das wäre es noch gar nicht gewesen, aber dann hat man eine Aversion gegen jegliche Beziehung, nicht? Also da ist auch noch nicht mal Streicheln angesagt. Warst du zu dieser Zeit verheiratet? Ja, wir sind seit 50 Jahren zusammen. Ah, ja. Wie hast du das denn, wie seid ihr dann beide damit umgegangen in der Ehe? Ja, es war nichts mehr. Mhm. Wir hatten andere Sachen, die uns unsere Beziehung aufrechterhalten hat. Wir haben ein harmonisches Leben. Ja. Nicht? Wir sind 50 Jahre mit dem Motorrad unterwegs, noch bis, ja, vorgestern. Ja. Und ich habe meinen Sport gemacht und bin dadurch soweit bis jetzt noch ganz schön fit. Ja. Aber mit Sex war nichts mehr. Wie ist es denn dann, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, du sagtest gerade, dass du auch ja, Zärtlichkeiten, Streichen und so etwas, die ja unangenehm war. Ja, sicher. Ist das bis heute immer noch so? Ja, das ist immer noch so. Das heißt, ihr lebt wie gute Freunde miteinander. Wie Geschwister. War das für deine, hat sie darüber gesprochen, war das für deine Frau sehr schwer, sich damit zu arrangieren? Ja, sie hat sich darüber nicht so geäußert und sie hat es ertragen und sie hat mir da nie irgendwie einen Vorwurf oder was drüber gemacht. Ja. Ich meine, ihr wart ja beide eben auch noch nicht sehr alt, so alt, als das dann so, als es den Einschnitt gab. Ja, da war ich, also mit den Hoden, da war ich 61. Ja. Ne? Wie alt ist deine Frau? Ist sie so alt wie du? Bitte? Ist deine Frau ist 6 Jahre jünger. Sogar noch 6 Jahre jünger. Das heißt, sie war damals dann noch sehr viel jünger als... Ja, ja, natürlich. Mhm. Auf Deutsch gesagt. Sie stand immerhin noch voll im Saft. Ne? Ja. Sie hat nie gesagt, dass sie es vermisst. Nein. Mhm. Nein. Also ein großer Liebesbeweis. Ja, eben drum. Und toll. Das ist die Sache, die ich bei dir manchmal bei den Rat geben da, ne? Also ohne Sex Beziehung zu Ende, ne? Da muss man sich was anderes suchen. Ja, muss man natürlich von Fall zu Fall sehen. Und in so einem Fall, den du jetzt schilderst von euch, ja, finde ich toll. Finde ich wirklich toll. Ja. Also das heißt, dass ihr beiden wirklich zusammengehört und ihr in guten und schlechten Zeiten beieinander seid. Ne? Das hat nämlich auch noch einen anderen Nachteil nebenbei. Nicht, wenn man so in der Partnerschaft mal Knies hat, ne?
Und dann haben wir ja nicht so die Möglichkeit, das wieder auszuradieren. Ja. Du verstehst, was ich sage. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich verstehe. Ich möchte dich gerne noch was anderes fragen. Wenn man so radikal, wie du es gerade geschildert hast, ja, wenn das alles so aus einem rausgenommen wird, ja, auch mental rausgenommen wird, ja, was geht in dir vor, wenn du im Film, im Fernsehen Sexfilme siehst oder Sexszenen siehst? Hör mal, zu der Zeit, 56, da war der Egon Baldor mit seiner Tittenschau, ja, abends spät. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja, ja, natürlich, ja, ja, ja. Ja, und wenn ich denn schon mal, ich habe so um 9:30 meinen Tiefpunkt, dann bin ich eingeschlafen, ja, und wurde dann wach und sah denn da die Tittenschau. Ja. Hör mal, wenn ich einen dicken Hammer gehabt hätte, den hätte ich sofort in den Kasten reinschmeißen, ja, können. Also nicht nur, dass es dich nicht interessiert, sondern du hast sogar einen Zorn dagegen gehabt. Ja. Eine Aversion, ja, so wie mit dem Streicheln, wie, ja, du gerade geschildert hast. Ja, ich weiß nicht, ob du es schon mal beobachtet hast, wenn eine Hündin nicht läufig ist. Hm. Und da bemüht sich ein Rüde drum. Hm. Verstehst du die? Ich verstehe, ja. Die beißt und geht laufen. In dem Zustand bin ich, ja, gekommen, nicht? Das heißt auch so, jetzt unter uns, jetzt im Sommer, wenn du durch die Straßen gehst und nette Mädels mit kurzen Röcken siehst, interessiert dich nicht die Bohne? Das hat mir noch nichts ausgemacht. Also, mhm, da bin ich immer noch ein Genießer von. Ach, das schon, nein. Mhm. Aber wenn sich denn in der Öffentlichkeit, ne, wenn die sich beide die Zungen bis im Hals reinschieben, mhm, nicht? Mhm. Und oder im Schwimmbad da unter Wasser schon, mhm, sehr, sehr weit vorangeschritten, mhm, sind, das macht mich aggressiv. Mhm. Gibt es Zeiten oder gab es Zeiten, wo du das dann doch sehr bedauert hast, dass keine Sexualität mehr stattfinden kann? Ja, aber ich hatte doch immer im Nacken den Tod. Die eine Möglichkeit, ja, ja, mhm, nicht? Und es ist praktisch schon so, was heute die Urologen gar nicht wahrhaben wollen, wenn man keine Prostata mehr hat. Mhm. Nicht, dann sagen die, das, da muss man nicht impotent sein. Mhm. Das stimmt. Da können die, also das Lustgefühl kann noch vorhanden sein. Mhm. Das kann man noch forcieren, ja. Mhm. Aber es ist ja so, wenn die Prostata weg ist, dann ist erstens mal ein Blasenverschluss ist weg. Mhm. Nicht, so dass man im Falle des Falles undicht wird. Mhm. Und das, mhm, ist ja nun mal beim Verkehr eine unangenehme, mhm, Angelegenheit. Mhm. Das ist das eine. Das andere muss man natürlich wissen, wenn man keine Prostata mehr hat und man bringt es zum Orgasmus, mhm, nicht, dass, ja, die schönste Stelle beim Orgasmus ist nicht mehr da. Mhm. Nicht, mhm, da schwirren zwar die Schmetterlinge rum, mhm, aber ansonsten tut sich da, mhm, unten nichts, mhm, nicht, weil es eben weg ist, das Organ, mhm, nicht. Das heißt, kommt es denn zu einem Orgasmus oder kommt es solange man die Hoden noch hat, solange man die Hoden hat, hat das dann Testosteron, ja, da kommt es zum Orgasmus, ja, ja, nicht, ja, da hat man auch noch Lustgefühl und, ja, nicht, aber es ist nur ein halber Kram. Aber der Verzicht auf die Sexualität hat dir jetzt schon 15 beziehungsweise 20 Jahre Leben geschenkt, ne? Ja, so kann man so sagen. Kann man sagen, ne? Ich, mhm, meine, wenn der Krebs nicht behandelt worden wäre, er wäre ausgestreut in den Knochen und sonst, mhm, wo im Körper, mhm, und dann wäre ein Siechtum angefangen, was denn nun auch kein Leben, ja, mehr war. Ja. Und so geht es dir im Moment ganz, ganz gut? Ja, von daher gesehen, mhm, ich bin noch absolut fit, ja, mit 76, ja, und ich schwimme oft in der Woche oder fast regelmäßig 6 oder 8 Kilometer. Hey, ich, hey, habe jetzt die schönen Herbsttage, etliche 1000 Kilometer mit dem Motorrad, mhm, zurückgelegt. Das ist alles möglich. Ja. Es ist natürlich so, dass mein Körper, ich habe Oberschenkel, wo manche 18-Jährige mich beneiden würde, ne, und ich habe Brüste, wo manche 14-Jährige neidisch drauf sein könnte. Aber beides ist mir, ja, nicht unbedingt der Stolz. Ne? Ja. Aber du hast dich gut damit arrangiert, das finde ich toll, und du hast eine wunderbare Frau, da kann man dich nur beglückwünschen. Ja, das und, muss man so sagen. Ja, und ich wünsche dann dir und euch wirklich dann auch viele, viele tolle Jahre, die ihr schön miteinander verleben könnt. Ja. Von Herzen. Und tolerier mal Partnerschaften, wo das mit dem Sex nicht mehr, ja, klappt. Das muss man alles. Es gibt noch andere. Absolut, da gebe ich dir Sachen, völlig recht. Wo, ja, man,
die wertvoll für eine Partnerschaft. Ja, definitiv, definitiv. Echt? Das ist auch wirklich meine Meinung. Da ist es vielleicht auch ein bisschen falsch rübergekommen manchmal. Lieber Willem, alles Gute und alles Liebe dir und auch deiner Partnerin. Ja, danke schön. Mach's gut, tschüss. Alles Gute und für deine Sendung. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt Leben ohne Sex. Wenn ihr anrufen wollt, die Telefonnummer oder mailt unter domian@wdr.de. Sabrina, 25 Jahre. Hallo Sabrina. Ach, jetzt ist Sabrina weg. Das ist aber sehr schade. Dann machen wir weiter mit Elisabeth. Und Elisabeth ist 67. Hallo Elisabeth. Hallo Jürgen. Ja, hallo. Grüß dich. Ja. Ja. Ich finde deine Sendung toll. Jede Nacht gucke ich die an. Das freut mich aber sehr. Schon seit Jahren. Ja, das freut mich, dass du sagst. Ja, aber du bist für mich vielleicht auch ein bisschen Orgasmusersatz. Erzähl mal, warum hast du zu dem Thema angerufen? Pass auf, ich bin seit 20 Jahren alleine. Ja? Ich bin 67 Jahre alt. Wie kommt das? Ist dein Mann verstorben? Oder? Nein, ich bin zweimal geschieden. Ja? Die erste Ehe lief 20 Jahre. Nachdem ich geschieden war, stellte sich heraus, dass mein lieber Mann sich von dem 9. bis zum 16. Lebensjahr sich seiner Tochter, also meiner Stieftochter, sexuell genähert hat. Oh. Mhm. Dann war für mich die Sache erledigt. Mhm. Dann und hinterher hat er seiner Tochter die Erlaubnis gegeben zur Prostitution. Mhm. Mit der Begründung, einer Nutte glaubt man nichts. Mhm. Das habe ich alles hinterher nach der Scheidung erfahren. Mhm. Na, dann war ich 5 Jahre allein und habe den nächsten Mann kennengelernt. Ja. Mit dem war ich 5 Jahre zusammen. Ja. Und das war genauso einer. Aha, hast aber Pech gehabt. Der hat sich meiner Großnichte genähert. Ach. Das ist aber was. Was für ein Zufall, dass nun gerade zwei Männer in deinem Leben das gemacht haben. Ja, darum. Das sind zwei weiche Männer gewesen, die einfühlsam waren, die zärtlich waren, aber wahrscheinlich wohl, denn ich war immer die Dominierende, wahrscheinlich wohl suchten die Bestätigung bei Kindern. Mhm. Wie hast du das bei dem zweiten rausgekriegt? Das hat meine Nichte. Die hat das gesehen. So, jetzt bist du 20 Jahre ohne Mann. Ja. Und 20 Jahre ohne Sex. Ja. Und wie lebst du damit? Ich lebe damit sehr gut. Ich kann mich aber auch sehr gut selber mit mir beschäftigen. Mhm. Was du auch tust? Ja, was ich tue. Mhm. Und wenn es nicht klappt, dann sehe ich eben mal nachts ein paar Sender, ein paar Filme an und dann klappt alles. Was für Filme guckst du dann? Naja, irgendwie so Sexfilme. Ach so, dann nachts laufen, ne? Ach, ja. Das funktioniert dann. Also ein Sexfilm dann, und... Dann funktioniert alles. Ja, ich frage das deshalb, weil Frauen das eher nicht machen. Eher gucken Männer sich Sexfilme an und masturbieren dabei. Mhm. Bei den Mädels höre ich das eher selten. Mich tört das an. Aber wenn du bist ja durchaus sexuell aktiv, kann man ja sagen. Ja, bin noch nicht eingeschlafen. Nee, aber... Es kam da nie wieder mal die Lust, ach, doch mal wieder ein Mann? Nein, mich darf kein Mann anfassen. Aha. Ich bin früher Turniertanzen gewesen, ich habe viel getanzt. Aber ich gehe nicht zum Tanzen, weil ich es nicht ertragen kann, wenn mich ein Mann anfasst. Wie kommt das? Du warst ja nur immerhin verheiratet zweimal. Ja, eben, deswegen. Weil ich immer wieder die Angst habe, dass ich entweder ein Fußabtreter bin, oder dass die wieder weich sind und mir eben körperlich zusagen, aber dass denn wieder irgend so etwas geschehen, denn ein drittes Mal halte ich das nicht auf. Verstehe. Also ist der Hintergrund eigentlich eine abgrundtiefe Enttäuschung von Männern? Ja, und da ist ein Ekel entstanden. Mhm. Also ich kann mich so mit Männern, mit Kollegen unterhalten, das macht nichts, aber mich darf keiner anfassen. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass mit einer Frau Sex zu haben? Ja, ich würde sagen, dass mich, wenn ich diese Filme angucke, mich die Frau interessiert beim Sex. Siehst du? Nicht der Mann. Ja. Na gut, da könnte man ja auch sagen, du identifizierst dich mehr mit der Frau. Ja. Oder findest du die Frau auch sexy? Ja. Das schon, auch. Ja, der Frauenkörper und die Bewegung der Frau beim Sex, das tönt mich an. Ja, das kann ja durchaus sein, dass da eine bisexuelle Anteil in deiner... Ist möglich. In dir ist, was du früher nicht ausgelebt hast. Ist möglich. Hast du nicht ausgelebt, nie früher? Nein.
so wie du es jetzt lebst, dein Leben, wie du es, ja, wie sich alles ergeben hat, würdest du sagen, ich bin damit so zufrieden? Nein. Nein. Ich möchte mich mit jemandem unterhalten. Mhm. Ich möchte mal mit jemandem irgendwo hingehen. Mhm. Aber ich möchte nicht mit dem Mann ins Bett gehen. Ja. Also das auf keinen Fall. Mhm. Also an meinen Körper ran auf keinen Fall. Also als guten Gesprächspartner sehr gerne. Ja, ne? Gerne. Gemeinsam auszugehen und ja, sowas. Ja, ins Theater gehen, ins Kino gehen oder sonst, weil ich nicht weggehe. Mhm. Ich bin immer nur zu Hause. Ich arbeite zwar noch nebenbei, nachts so ein bisschen, aber darum sehe ich dich jede Nacht. was machst du? Ja, ich bin Garderobiere. Ach so. Das heißt, da kommst du spät nach Hause? Ja, ich komme dann meistens so bei 12:30 nach Hause. Verstehe. Mhm. Und darum sehe ich dich jede Nacht. Hast du denn einen größeren Bekanntenkreis oder eher auch nicht so? Nein, nicht. Nein. Nur alles eben, was ich so die Kollegen so sehe und unterhalte ich mich auch sehr zurück. Also ich halte fest, in Sachen Sexualität fühlst du dich wohl, so wie es jetzt läuft. Da soll auch gar nichts anderes mehr passieren. Nein. Kein Bock mehr auf Männer, kein Bock angefasst zu werden. Mit einer Frau wird das wahrscheinlich schwieriger sein, das noch. Ja, das ist ja doch noch eine Überlegung. Wenn du dich jetzt mit einer Frau sehr befreunden würdest, spielen wir das mal durch. Und diese Frau würde sich körperlich dir annähern, würdest du dann noch mal das warten? Ja, das habe ich schon ein paar Mal versucht, aber da ist nicht mehr draus geworden. Ach so. Weil ich immer nicht diejenige bin, die Initiative erfasst. Ich bin nicht diejenige, die auf den anderen zugeht. Ja, also das wäre eine Option, die möglich wäre, wenn du da auf eine Frau stoßen würdest, ne? Eventuell. Ja. Als du letzte Woche hattest du eine junge Frau in deinem in dem Gespräch, die nicht mit einem Mann normalen Sex haben kann. Ich erinnere mich. Mhm. Ja. Sie mochte nur Oralverkehr. Ja. Aber nicht direkt. Und genauso geht es mir auch. Ja, ich mag diesen, nun bin ich auch Asthmatiker und dadurch ist man ein bisschen schwer mit der Luft. Ja. Und dieses Ganze, ne, das ist alles ein bisschen viel. Aber beim normalen Verkehr empfinde ich nichts. Mhm. Wenn du dich selbst befriedigst und guckst mal vielleicht keinen Film, keinen Sexfilm, an was denkst du dann? Ich denke an schöne Zeiten. Was heißt da schöne Zeiten? Das kann mir passieren, wenn ich ein schönes Buch lese, dass ich das in meinem Leben mit in Verbindung bringe. Und daran denkst du? Mit Ergebnissen oder mit Sachen aus meinem Leben. Ja. Wenn ich da, dann kann es sein, dass ich das Buch an eine Seite lege und mich befriedige erstmal. Ihr Frauen seid fremdartige Wesen. Und darum könnt ihr Männer uns auch nicht verstehen. Das glaube ich, würde mir ein Mann sagen. Punkt. Ich lese ein Buch, ein gutes Buch. Ja. Und dann komme ich in eine gute Stimmung. Ja. Und dann befriedige ich mich selbst. Ja. Ist für einen Mann fremd, also schwer zu verstehen, schwer nachzuvollziehen. Hast du Gegenstände, mit denen du dich... Nein, das nicht. Nein, es sei denn, ich habe einen Massagestab. Ach so. Ja. Und einen hochkarätigen Massagestab. Hallo. Und der viel, viel Energie erzeugt. Also ne? Elektrischen? Nein, nicht elektrisch. Nee. Stein. Ach so, Stein. Ja, ach weil so. Der denn angewärmt wird und... wo und wärmst du den an? Auf dem Ofen oder wie? Auf der Heizung? Nee, mit heißem Wasser oder... Das ist interessant. Den kann man unter der Brust anwärmen, den hat er Körpertemperatur. Ja. Ach, das ist ja interessant, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja. Ja. Wo hast du den gekauft? Ja, aber Sexmesse. Auf der Sexmesse? Mann, wo die Elisabeth sich überall rumtreibt. Ja. Auf einer Sexmesse. Ja. So, hast du da nicht eine Hemmung gehabt, als nicht mal so ganz junges Mädel hinzugehen mit deinen 67 Jahren? Nein. Du bist da ganz offen und ich mag ja schon, wie offen du redest. Also. Ich habe da keine Angst vor. Ja. Hab und da keine Angst vor. Hast du dich da auch beraten lassen und mit dem Stein? Ja, Wie groß ist dieser Steinpenis oder Massagestab? Ja, 15 Zentimeter. 15 Zentimeter, ja. Ja, 15, 18 Zentimeter. Ja. Hast du denn auch schon mal einen elektrischen ausprobiert? Ja, nee, das ist nichts. Das irritiert mich. Ach so. Ich war mal in einem Pornoladen hier in Köln, der nur für Frauen ist. Mhm. Und ich durfte ausnahmsweise da mal rein. Mhm. Und die hatten also eine irre Auswahl von Vibratorinnen, so nannten die das. Die waren elektrisch. Und ich habe auch so eine, aber ich mag das nicht. Ach so. Das bringt mir in meinen Körper zu viel
fremd, ja. Also zu viel Fremdbewegung, Fremdgeräusche. Ja, ja. Die Geräusche auch von dem Apparat stören mich auch. Die sind in der Tat störend, hast du recht, ja. Ja, ja. Und dieser Stein ist ja ruhig. Was ist das für ein Stein? Ist das ein besonderer Stein? Ja, das ein ist ein besonderer Stein. Ein Marmorstein oder ein... Nein, ein Halbedelstein. Ein Halbedelstein. Halbedelstein. Frag mich nicht nach dem Namen. Hätte ich vorher nachgucken können. Hat der einen besonderen Platz in deiner Wohnung? Ja, in meinem Nachtschrank. Im Nachtschrank. Achso, ich dachte, der würde irgendwie auf der Kommode im Wohnzimmer stehen. Hör mal, ich finde dich wirklich erfrischend offen, muss ich sagen. Ja. Erfrischend offen. Ja, pass mal auf. Meine Jugend. Ja. Ging es nur, das macht man nicht. Ja, das glaube ich. Das tut man nicht. Ja. Ja. Das macht man nicht, das lässt man lieber. Ja, denk dir dran, du kannst Syphilis kriegen und du kannst Schanker kriegen und Tripper kriegen und lass das. Kein Verkehr. Umso erstaunlicher, wie hast du es geschafft, so offen in dieser Thematik zu werden? Ja, das war mein erster Mann. Ach, der war so? Ja, der war so. Seine Tochter hat zu mir gesagt, ja, nachdem wir geschieden waren, hat sie gesagt, Mutti, mein Vater war mein bester Liebhaber. Und die ist 10 Jahre als Nutte gegangen. Nicht schlimm. Ich habe gedacht, ich versinke im Erdboden. Ja, furchtbar. Furchtbar. Und darum, vielleicht ist das auch so ein bisschen dieses im Unterbewusstsein. Im Unterbewusstsein dieses, was passiert dir beim nächsten Kerl? Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ich meine, du hast ja nun kräftig einstecken müssen. Ja. Dass man sich davor auch schützen möchte, ne? Ja. Dass man nicht nochmal enttäuscht, verletzt wird und so weiter. Ja, und man muss sich abschirmen. Kinder hast du keine? Doch, ich habe eine Tochter. Du hast eine Tochter ersten Mann. Vom ersten Mann. Aber von der Tochter hat er die Hände gelassen. Ja. 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 Ich habe in der Nähe der Wohnung gearbeitet. Und mit einmal kommt die Telefonistin hoch zu mir ins Büro und sagt, komm mal runter. Unten sitzt deine Tochter. Ich gehe runter, ich denke, was tut die da? Ne? Ja, ich sage, was machst du denn hier? Ach Mutti, weißt du, ich habe an Silvia gedacht. Ich sage, was hast du an Silvia gedacht? Wer ist Silvia? Verzeihung, ja, ich wollte ja den Namen weglassen. Die älteste Tochter. Die älteste, ja. Und der ist ins Bett gekommen und ich bin gleich aufgestanden. Da also, war er bei ihr im Bett. Also haarscharf. Ja. Ich kann nicht verstehen, dass du da bedient bist, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Elisabeth, du bist eine tolle Frau, ich mag dich sehr gerne. Ich wünsche dir, dass du einen guten Gesprächspartner findest, so wie du es gerade beschrieben hast. Vielleicht sogar doch nochmal... Das fehlt mir. Ja. Das ist das, was mir fehlt. Oder vielleicht sogar nochmal in Form einer Beziehung zu einer Frau eine Liebe. Ja. Wer weiß es. Ich wünsche dir auf jeden Fall das Liebste und Beste von Herzen. Ja, und viel toi toi noch für deine Sendung. Dankeschön, Elisabeth. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, an dieser Stelle ein Hinweis auf unseren Promi-Talk am Samstag. Da ist der Bestseller-Autor Frank Schätzing bei uns zu Gast, der Autor des Buches Der Schwarm, eines der erfolgreichsten Bücher der letzten 10 Jahre überhaupt in Deutschland, steht vor einer großen Hollywood-Verfilmung demnächst. Frank Schätzing ist mein Gast, Samstagabend im Promi-Talk um 11:30 im WDR-Fernsehen. Jetzt geht es weiter mit der, frage ich mal meine Regie, mit Ilka. Ilka ist 40. Hallo Ilka. Hallo, hier ist die Ilka. Ja, hallo Ilka. Hallo. Du hast dich zu meinem Thema gemeldet, Leben ohne Sex. Ja. Ja. Warum? Ich lebe seit 3 Jahren ohne Sex. Ich bin seit 5 Jahren verheiratet, habe 2 Kinder und mein Mann lehnt es völlig ab. Mit dir zu schlafen? Mhm. Warum? Anfänglich war es schon schwierig. Wir haben uns also kennengelernt. Das Ganze ging da relativ schnell. Wir haben dann miteinander versucht zu schlafen, muss ich eigentlich sagen. Geklappt hat es eigentlich von seiner Seite von Anfang an nicht wirklich. Und er hat dann zur Ausrede erstmal gehabt, dass er Alkoholprobleme hat. Das war natürlich eigentlich schon der Punkt, da hätte ich sagen müssen, dann lassen wir es doch. Das also, war ganz am Anfang? Ganz am Anfang. Ganz am Anfang, ja. 6 Wochen, nachdem wir uns kennengelernt haben, bin ich dahinter gekommen, allerdings, dass er mich mit seiner Ex-Freundin betrogen hat. Also ging ja wohl doch irgendwie was. Dennoch hast du ihn geheiratet?
Ja, blöderweise habe ich ihn dann ein Jahr später geheiratet. 5 Jahre verheiratet, sagst du? Ja. 3 Jahre kein Sex, aber 2 Jahre gab es dann Sex. Das erste Jahr gab es, also wir haben es zumindest immer wieder mal versucht. Manchmal hat es auch ganz gut geklappt oder, naja, so mehr oder weniger. Ja. Im zweiten Jahr hatten wir, glaube ich, dann höchstens 3 oder 4 Mal was miteinander und dann war es völlig aus, weil ich dann dahinter gekommen bin, dass er auch mit Prostituierten geschlafen hat. Mhm. Und ich habe ihn dann erstmal rausgeschmissen. Er ist dann ein Jahr ausgezogen. Und weil ich dann krank geworden bin, ist er zurückgekommen und hat gesagt, er kümmert sich so lange um die Kinder, wie ich im Krankenhaus liege. Das sind eure gemeinsamen Kinder? Nein, eben nicht. Nein, ich war 7 oder 8 Jahre mit meinen Kindern alleine. Und er kümmert sich um die Kinder und um die Tiere und wenn ich zurückkomme aus dem Krankenhaus, würde er wieder ausziehen. Mhm. Was er dann allerdings nicht gemacht hat, also er lebt jetzt in einem Stockwerk und ich im anderen. Wir haben also zusammen ein Haus und da leben wir jetzt getrennt. Getrennt? Mhm. Das ist also eine WG mehr oder weniger in dem Haus. Nicht mal das. Also es gibt überhaupt keinerlei von Zärtlichkeitsaustausch, kein freundliches Wort eigentlich. Ach, nicht mal das? Nee. Ihr esst auch nicht zusammen? Das ist das Einzige, was wir noch zusammen machen, ja. Immerhin. Ist es dann entspannt, wenn ihr redet ihr dann über normale Sachen oder ist es auch eher eine angespannte Situation beim Essen? Eher angespannt, würde ich sagen. Mhm. Wenn ich ein Gespräch versuche zu beginnen, dann spricht er eher mit dem Hund als mit mir. Ja. Also kann man ja eigentlich sagen, dass die Ehe nicht mehr funktioniert. Schon lange nicht mehr. Warum ist er denn überhaupt dann noch in dem Haus? Wem gehört das Haus? Das gehört uns beiden, blöderweise. Ja. Also das heißt... Aber wenn die Situation für dich so... Ist die Situation für dich bedrückend? Ja, ich habe zwischendurch depressive Phasen inzwischen, weil ich mich auch wirklich ungeliebt fühle, weil es überhaupt nichts Freundliches und Liebes mehr gibt. Mhm. Also ich meine, wenn es nur um Sex ging, aber es geht ja auch um vieles andere, ist klar, was dazu gehört. Wäre es denn dann nicht klüger, wenn du ausziehen würdest? Eigentlich schon, aber ich weiß nicht, wovon ich dann leben würde, zumal ich noch eine Menge Tiere habe. Ich weiß gar nicht, wohin. Mhm. Wurde denn darüber auch schon mal gesprochen, dass das eigentlich klüger wäre, wenn ihr euch räumlich trennen würdet? Habt ihr beide darüber geredet schon? Ich habe es immer wieder versucht, aber er weicht jedem Gespräch aus. Und zwischendurch sagt er dann auch, ja, es wäre jetzt wirklich mal an der Zeit, das Haus zu verkaufen. Aber er drückt sich dann doch davor und tut es letztendlich ganz einfach nicht. Ist das Haus abbezahlt? Nee, noch nicht. Nee. Nicht. Aber es bliebe was übrig, wenn man es verkaufen würde? Das weiß ich nicht genau. Also ich nehme an, dass es ungefähr auf null ausgehen würde. Ach so. Das heißt, ihr würdet dann dastehen und vor allem du brauchst mit deinen Tieren und so, brauchst du Platz, wirst es nie wohin. Das stimmt. Mhm. Warum hast du dich nicht nach einer anderen Beziehung umgesehen in den letzten Zeiten, da diese Ehe ja offensichtlich kaputt ist? Also ich habe das schon zwischendurch versucht, mich mal nach was anderem umzugucken. Aber erstens mal, ich habe schon Angst, irgendwo setzt er mich auch unter Druck und wenn er dahinter kommen würde, dass ich jemand anders hätte, dann würde er mich wahrscheinlich von heute auf morgen hier rausschmeißen. Aber das kann er doch nicht, das ist euer gemeinsames Haus. Ja, aber trotzdem, er bräuchte nur einfach nicht mehr zu arbeiten und dann wäre das Haus ruckzuck unterm Hammer. Ja. Hat er denn noch nebenher was laufen mit Frauen? Das weiß ich nicht, also ich glaube nichts Ernsthaftes, sonst wäre er nicht so oft hier. Ja. Also eine ganz ungute Konstellation, ne? Klingt mir das. Mhm. Da sind zwei Menschen gebunden durch das Haus, in einem Haus, die sich nichts mehr zu sagen haben. Mhm. Ich gehe auch davon aus, dass deine Liebe auch erloschen ist zu ihm. Ist es ja. Also wenn es nicht die materiellen Umstände gäbe und Probleme gäbe, würdest du sehr gerne auf Distanz gehen. Ja. Sehr gerne. Ja. Wenn du das finanzieren könntest, gingst du in ein anderes Haus. Ja, ganz bestimmt. Mhm. Ich empfinde manchmal sowas wie Mitleid, aber Liebe ist es keine mehr. Und das Fatale daran ist, dass ihr euch auch noch gegenseitig blockiert. Das heißt, du kannst dich gar nicht umsehen nach einer anderen Beziehung. Mhm. Oder auch mal, um bei unserem Thema zu bleiben, auch vielleicht mal irgendwas Sexuelles zu erfahren. Mhm. Und obwohl er würde es machen, ne? Ich glaube, er würde es bestimmt machen, aber ich glaube auch nicht, dass er das wirklich wollte. Also ich glaube, der ist gar nicht beziehungsfähig. Will er denn eigentlich mit dir noch zusammen sein? Ich glaube nicht. Auch nicht? Mhm. Nö, er hat zwar letztens mal so nebenbei zum Hund gesagt, die wird uns schon nicht verlassen. Er spricht dann mehr mit dem Hund als mit mir. Mhm. Aber ich glaube, er legt da keinen Wert drauf. Schlimme, frustrierende Situation, finde ich.
Das, also mich belastet das ganz furchtbar. Sehr, ja, würde mich auch belasten. Wie du es gerade schilderst, also und im ersten Augenblick ist es auch so ausweglos, ne? Ja. Wie alt sind deine Kinder jetzt? Der Große ist 15 und der Kleine ist 13. Das heißt, die Kinder sind auch noch da, da musst du dich auch drum kümmern. Das dauert eine Weile, ehe die aus dem Haus kommen. Eine ganze Weile unter Umständen sogar. Ja. Wie viele Tiere hast du? 15. 15 Tiere? Ja, da fällt, was sind das für Tiere? Ich habe zwei Raben, die gebrochene Flügel hatten und ein paar Hühner. Zwei Hasen, drei Hunde. Drei Hunde ist natürlich schon mal schwierig, damit überhaupt was zu finden. Ja, also Katzen. Auf jeden Fall Tiere, die Platz brauchen und wo auch ein Garten vonnöten ist. Ja. Ist das mit den Tieren so, dass die dir so ein bisschen so ein Ersatzglück darstellen? Ich glaube schon, wobei ich immer schon extrem tierlieb war. Ich esse auch kein Fleisch, also ich habe da schon eine ganz besondere Liebe für die Tiere. Vielleicht auch, weil sie immer so auf uns Menschen angewiesen sind und viele Menschen so boshaft mit den Tieren umgehen. Aber ich glaube schon, ich sitze also stundenlang bei meinen Hühnern und laber mit denen. Und es ist schon Ersatz. Ich erkennt ein Huhn einen Menschen? Ja. Also weiß, kennt das Huhn dich? Also, ja. Dass du das Frauchen bist? Ja, also die lassen sich nicht von jedem anfassen und streicheln. Und es gibt auch einen Hahn bei mir, der auf meinen Sohn losgeht, also auf mich nicht. Also aus Eifersucht oder so? Ja, ja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Also der mag meinen Sohn nicht, aber mich mag er. Toleriert denn dein noch Ehemann das mit den Tieren? Das ist das Einzige, was wir gemeinsam haben, dass er auch sehr tierlieb ist. Wie soll es denn weitergehen? Wenn ich das wüsste, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, aber... Du arbeitest nicht noch nebenher irgendwie? Nein, leider nicht. Ja, schwierige Lage. Lage. Also die Lage ist besonders schwierig durch die Tiere. Wenn du die Tiere weiter behalten möchtest, und das kann man ja auch verstehen, wenn man so verbunden ist mit den Tieren, dann wäre ja fast nur die Lösung, dass er irgendwann auszieht. Aber ich kann mir das Haus nicht alleine leisten. Du kannst es dir wieder nicht auch mehr alleine leisten. Könntest du die Wohnung vermieten, in der er jetzt wohnt, oder ist es zu klein? Nein, das geht nicht. Also das Rad ist ganz wertvoll, ne? Und teuer. Ja, ja. Es bliebe mir nur die Möglichkeit wirklich, dass wir das Haus verkaufen, dass es dann auf null ausgeht, kann man nur hoffen. Und du was mietest. Und ich was miete und ganz von vorne anfangen. Also Ilke, ich glaube, ich meine, du bist ja erst 40 Jahre alt. Ich glaube, das ist kein Dauerzustand. Ich glaube, dass das einen kaputt macht. Das macht mich auch kaputt. Ja, das macht einen kaputt. Und da musst du, finde ich, frühzeitig für dich die Notbremse ziehen. Dass du sagst, okay, das ist alles unangenehm, was dann kommt, aber perspektivisch führe ich ein besseres und befreiteres Leben, als in dieser Gefangenschaft da zu sitzen. Ja. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber ich würde es auf jeden Fall an deiner Stelle im Kopf haben und nicht, dass du seelisch noch mehr vor die Hunde gehst. Ja, ja. Ich weiß nur nicht, wie ich das anstellen soll. Vermisst du auch die Sexualität, die nicht mehr stattfindet? Einerseits ja und andererseits belastet mich auch oder habe ich inzwischen Komplexe gekriegt, weil er zu mir gesagt hat, als ich ihn gefragt habe, warum er mit mir nicht mehr schläft, er hat zu mir gesagt, er findet mich unerotisch und unattraktiv. Das war ungefähr nach anderthalb Jahren, die wir zusammen waren. Aber immerhin ist es ein ehrliches Wort. Das stimmt, aber ich frage mich, warum heiratet er mich? Warum durfte ich mich beim Sex nie ausziehen? Also. Ich würde gar nicht so weit mehr in die Vergangenheit gucken, sondern all dieses als Argument, als Indiz nehmen, dass die Sache 1000%ig tot ist. Ja, dass dieser Mann deiner Vergangenheit angehört und nie mehr der Zukunft. Ja. Und wenn der sagt, dass er dich nicht attraktiv und erotisch findet, musst du dir keine Komplexe einreden. Es ist vielleicht sogar ganz heilsam, dass er dir das so klar ins Gesicht gesagt hat. Manch einer laviert dann rum und erzählt irgendeinen Quatsch und man macht sich dann noch mehr den Kopf, was los ist. Ja. Daran ist gar nichts Ehrenrühriges. Man kann eine Schönheit sein und dennoch kann ein anderer Mensch einen nicht erotisch finden. Das ist halt dann, die Luft ist raus. Ne? Ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass du auch Sehnsucht hast, mal wieder guten und schönen Sex zu erleben. Das auch, ja. Ja, ja. Das würde mir schon reichen, wenn mich mal jemand fest in den Arm nimmt. Ich bin ja schon sehr glücksam geworden. Irgendwie musst du da raus, Ilka. Ich weiß auch keinen guten Rat wie, aber dass du raus musst, das glaube ich schon. Ja.
Alles Liebe und viel Glück wünsche ich dir. Ich danke dir erstmal, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne. Und ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Für dich ganz persönlich und auch für deine Sendung. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Ja, danke, tschüss, dass ich mal reden konnte. Tschüss, Ilka. Tschüss, mach's tschüss. Gut, Domian. 0800 220 50 50 meine Telefonnummer und hier ist die Anja und Anja ist 32. Hallo Anja. Ja, hi. Hi. Die Anja lebt ohne Sex? Ja. Ja. Ja, also es ist halt was ganz ziemlich Dummes passiert. Also wir haben, mein Mann und ich haben letztes Jahr geheiratet. Mhm. Und haben dann in der Hochzeitsnacht unser zweites Kind gezeugt. Mhm. Super. Ja, es war auch sehr schön. Ja, und dann seit Februar hatte ich dann immer Beschwerden mit der Schwangerschaft und es lief dann alles nicht so glatt, wie wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass es laufen würde. Mhm. Und dann hatten wir im März das letzte Mal miteinander geschlafen und danach waren die Beschwerden dann so schlimm, dass es eigentlich gar nicht mehr ging. Mhm. Und und dann war dann die Entbindung im Juni, Ende Juni. Und dann ist halt die Scheide gerissen und mhm. Und dann hat der Arzt festgestellt, dass da ein Tumor ist. Oh. Unter der Klitoris. Oh. Und dann ging das alles recht schnell. Also dann, wie hat er das denn festgestellt? Ja, der hat dann, also ich sag mal, es ist ja halt gerissen, es lag dann halt offen da und dann hat er gesagt, oh, da ist was, ich nehme mal eine Gewebeprobe. Und zwei Tage später war das Ergebnis dann da. Also war dieser Riss quasi ein Glück für dich, dass man das dadurch gesehen hat? Die Entbindung und der Riss und ja, wahrscheinlich, weiß nicht, wann es sonst festgestellt worden wäre. Ja. Auf jeden Fall lag der Tumor ziemlich blöd, also er lag direkt unter der Klitoris. Mhm. Und dann hatte ich halt, der Arzt, der mich operiert hat, der hatte dann eben gesagt, also er würde halt so viel wie nötig, so wenig wie möglich, ne? Schneiden und hatte mich dann eben vor die Wahl gestellt, also entweder die komplette Klitoris zu entfernen, eben um diesen Sicherheit dran zu lassen, dass eben klar ist, es ist halt dann sauberes Gewebe nur noch. Mhm. Und ich habe dann gesagt, nee, möchte ich eigentlich nicht. Also er soll bitte wirklich nur den Tumor entfernen und das, was möglich ist, dann eben von der Klitoris stehen lassen. Mhm. Ja, und das hat er dann auch gemacht. Und ich habe jetzt noch ein Stückchen meiner Klitoris ist noch da, aber alles andere ist eben futsch. Ja. Ja, und das heißt, das sexuelle Erleben ist drastisch reduziert? Ja, also würde ich mal sagen, wir haben jetzt seitdem das alles vorbei ist, haben wir noch nicht wieder miteinander geschlafen, weil ich habe da auch irgendwie so eine Blockade, muss ich sagen. Glaube ich, ja. Fühle mich unsicher und Hast du dich denn seitdem selbst befriedigt mal? Ich habe es versucht, aber ich habe auch einen gewissen Ekel vor mir selber. Warum? Weil es sich eben nicht mehr so anfühlt, wie es sich eben angefühlt hat. Also es ist ja auch rein äußerlich, ist ja eben auch alles ganz verändert. Mhm. Und steckt dahinter die Angst auch, das Kind? Ja, es ist natürlich auch die Angst da eben. Das könnte weiter wachsen und da ist vielleicht noch was? Ja, nee, das eigentlich nicht. Es ist eigentlich nur die Angst, dass dass eben das vom Empfinden eben nicht mehr so ist, wie es mal war. Also ich habe vorher sehr gerne Sex und sehr, bevor ich verheiratet war, auch öfter mal andere Partner gehabt. Ja. Und habe das eigentlich sehr ausgelebt und habe meinen Orgasmus sehr geliebt, muss ich sagen. Wie geht denn dein Mann jetzt damit um, dass du nicht mehr so bist, wie du mal warst? Also für meinen Mann, also er sagt, es ist kein Problem. Mhm. Also mein Mann sagt halt, ne, ich habe dich ja nicht geheiratet, weil du eben so schön da unten bist oder sonst irgendwas, sondern ich habe dich geheiratet, weil ich dich total lieb habe. Mhm. Nur es ist eben für einen selber, ne? Man fühlt sich eben nicht mehr so als Frau wie vorher. Das heißt, da muss viel trainiert werden, um eine Normalität wieder hinzukriegen. Ja, genau. Und dann muss auch noch ausprobiert werden, ob wie das mit dem Orgasmus klappt. Ja. Ne? Mhm. Genau. Also ich sag mal, in erster Linie geht es mir halt darum, weil ich sag mal, so vom Technischen ist es schon möglich. Also ich sag mal, mein Mann hätte trotzdem weiterhin seinen Spaß. Ne? Mhm. Es ist halt nur die Frage, wie viel ich dabei empfinde. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie lange man da warten sollte, bevor man das behutsam dann angeht. Weil die Gefahr vielleicht besteht, wenn man zu lange wartet, dass die Hemmschwelle immer größer wird. Ja.
Hast du dich da danach, nach dieser Operation, ich meine, das ist ja schon doch ein dramatischer Eingriff, auch für eine junge Frau von 32 Jahren, hast du dich da mal beraten, vielleicht auch vom Frauenarzt oder von einem Therapeuten, einem Sexualtherapeuten oder wer immer da? Nee, also vom Sexualtherapeuten nicht. Mein Frauenarzt sagt, ne, also so wie er das fühlt, ne, ist da alles in Ordnung und Ja. Sollte das auch kein Problem sein. Dann sage ich, ja, Herr Doktor, ne, es geht auch nicht darum, dass das vom technischen Ablauf irgendwie ein Problem ist, ne, sondern es geht einfach um meinen Kopf, ne? Es ist ein mentales Problem. Ja, ja, genau. Das, ja, ja. Insofern wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du dir da vielleicht mal so ein paar Tipps holen würdest von einem Menschen, der da kompetent ist. Ja, ich habe da auch, weiß ich auch nicht, meine Freundin sagt immer, ne, geh zu einer Selbsthilfegruppe. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes, Anja. Du legst mir bitte auf und meine Psychologin ruft dich nochmal an. Und dann beraten wir das gleich noch ein bisschen weiter, weil die Sendung gleich vorbei ist, okay? Ja, ja. Bis gleich, tschüss. Jo, tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute. Unsere Sendung Leben ohne Sex in der...